Es ist 41 Jahre her, dass im Februar 1968 ein junger Erwachsener, noch keine 21 Jahre alt, Andrea Riccardi, die Gemeinschaft San Egidio gründete, die sich zurzeit zur Priorität macht, mit den Armen und Behinderten zu arbeiten, gegen die Todesstrafe vorzugehen und als Vermittlerin in internationalen Konflikten zu wirken. Sie unterstützt auch den interreligiösen Dialog und den Ökumenismus. Als Vorbild für die Gemeinschaft gelten die Gemeinschaften der ersten Christen und die Werke des heiligen Franziskus von Assisi. Die kleine Gruppe begann ihre Arbeit in den Randgebieten Roms, besonders in den Elendsvierteln dieser Zeit, die von vielen Armen bevölkert waren. Sie fing an, Kindern nachmittags Unterricht zu erteilen und nannte dies Volksschule, was heute in vielen Teilen der Welt auch als Schule des Friedens bekannt ist. Für die Feier des 41. Gründungsjubiläums wird an allen Orten, an denen die Gemeinschaft tätig ist, eine Dankesliturgie gefeiert und gebetet. In Rom, der Stadt, in der die Gemeinschaft entstand, wurde das Jubiläum am 9. Februar mit einer Eucharistiefeier in der Lateranbasilika begangen. Hauptzelebrant war Kardinal Agostino Vallini, Generalvikar seiner Heiligkeit Benedikt XVI. Gegenwärtig gehören zur Gemeinschaft San Egidio mehr als 50.000 Mitglieder, alles freiwillige Mitarbeiter, die in mehr als 70 Ländern präsent sind.